Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Zurück in Wallonien, wo wir zuletzt hier unseren Bitumenzug ins Depot gebracht haben, um ihn deutlich länger zu machen. Denn das ist wichtig, damit schneller mehr Bitumen rausgebracht wird aus der Raffinerie zur Grenze. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu tun. Ich glaube, er kann dann gleich weiterfahren, um Bitumen zu beladen. Genau, das müsste jetzt sein nächstes Ziel sein. Also leg los. Er fährt jetzt erstmal nach Stralsund. Nee, bitte fahr mal wirklich dahin, damit du gleich mal belädst und alles weitere dann später. Wir können kurz mal vorbeischauen. Also wir müssen das ein bisschen im Auge behalten, zumindest die erste Tour, dass er hier auch hinkommt, dass sich nicht wieder alles aufgestaut hat im Moment. Ja, das ist halt das Problem, ne? Dadurch, dass hier das Bitumenlager voll ist, kann die Raffinerie nicht mehr produzieren. Dadurch können die nicht mehr entladen. Das ist halt das Dilemma. Und dementsprechend kann er auch jetzt nicht mehr abfahren, wobei wir ihn eigentlich schon mal auf den nächsten Punkt bringen können, weil eben nicht weiter produziert wird. Komm, fahr mal dahin jetzt. Und du kannst eigentlich auch weiterfahren. Du bist ja fast entladen. Wollen wir das Ganze hier mal ein bisschen entlasten, würde ich sagen. Aber zum Wegpunkt kann ich ihn nicht bringen, interessanterweise. Naja, dann fahren wir dahin. So, dadurch müsste jetzt der Bitumenzug eigentlich sicher ankommen. Und dann sollte doch aber wirklich genug Freiraum sein. Und wenn er dann immer hin und her pendelt, müsste das klappen. Wir können mal kurz gucken. Er ist ja jetzt irgendwo auf dem Weg. Wie weit ist er schon gekommen? Wahrscheinlich immer schon viel weiter, als ich denke und mir vorstellen kann. Halt, nee, er fährt ja darum, ne? Da ist er. Wie viel Liter kann er jetzt hier eigentlich laden? Tonnen? 480 Tonnen, ja, das ist ein Drittel des Lagers. Das sollte... Ich hoffe, das reicht aus. Okay, das nächste, was wir uns anschauen, wir haben ja unseren Zug hier hoffentlich erfolgreich hingebracht mit den Aschewaggons. Ja, tatsächlich, der ist dort. Und wir haben vier Triebwagen hier. Und insofern warten wir eigentlich jetzt nur noch auf den Fertigbau dieser Müllhalde. Hier wird allerdings wieder auf Stahl gewartet. Aber wisst ihr was? Eine ist schon fertig. Also ein Verteilungsbüro. Das ist wichtig. Das heißt, wir können das Ganze... Ah nee, wir können es noch nicht richtig starten, weil das Ding ja noch nicht fertig ist. Ah, unglücklich. Gut, hier kommt eine Menge Stahl an. Das heißt, das wird jetzt vermutlich sehr schnell weitergebaut werden. Hier warten wir noch auf Stahl. Wie sieht denn das Gesamtzentrallager Stahl aus? Nahezu leer. 0,27 Tonnen. Mhm. Okay, wir haben kleine Stahlprobleme. Das ist eigentlich vor allem durch den Müll verursacht worden. Das kann man jetzt schon sagen. Wie ist das mit diesem Zug? Wartet der bis beladen? Nee, wartet er nicht. Das heißt, solange immer was nachkommt, bleibt er stehen. Wenn nichts mehr nachkommt, fährt er, glaube ich, weiter, so ist das System. Der ist jetzt mit 181 Tonnen ganz gut beladen. Wir können ihn ja manuell einfach mal weiterschicken ins Stahllager. Damit einfach die wichtigen Baustellen jetzt vorangehen. Wir checken hier nochmal kurz die Müllsituation. Ja, es ist wieder fast voll, ne? Gut, hier ist genug Luft, vermutlich bis zur nächsten Müllabfuhr. Und da oben stehen die Müllwagen, ey. Ich meine, man könnte mal Folgendes machen, damit wir da oben nicht diese Fehlermeldung haben. Und weil offenbar sowieso nicht alle losfahren, können wir zumindest einmal verkaufen und dann einen anderen noch kaufen. Der wird aber jetzt auch nicht losfahren. Gut, hier sind zwei frei, aber das hatten wir zuletzt ja auch beobachtet. Er holt immerhin gemischten Müll ab. Wie ist das mit den 1000 Metern? Ah, interessant, schaut mal. Das ist merkwürdig, ne? Also innerhalb der 1000 Meter ist wirklich nicht viel los. Und dennoch fährt er nicht mit
allen, was er zur Verfügung hat, hier hin. Obwohl, jetzt ist nur noch einer, der da steht. Schon irgendwie ein bisschen ulkig. Okay, es wird auf jeden Fall gemischter Müll geladen, das ist gut. Zwei sind damit wieder frei. Jetzt fährt er los. Fahren die immer hintereinander? Also das System würde ich gerne nochmal verstehen. Ah, tatsächlich. Wo fährst du hin? Ah, du fährst ganz woanders hin, da oben hin. Ja, warum hat jetzt für ihn, warum hat für ihn das jetzt eine Priorität? Wobei das Lager ja nicht mal ansatzweise voll ist, während das Ding hier keine Priorität hat. Erstaunlich. Der holt Metallwertstoffe ab. Also, da bin ich noch nicht ganz glücklich mit. Aber immerhin sind jetzt alle Fahrzeuge im Einsatz. Das ist auch mal ein ganz gutes Zeichen und ein gutes Gefühl. Was wir vielleicht nochmal könnten, okay, hier haben wir 2000. Das würde ich sagen, lassen wir auch. Nee, dann können wir hier nichts machen. Wir müssen bloß informiert werden. Das ist super wichtig. Ah, nach Fertigstellung benachrichtigen. Sehr gut, genau. Wenn das fertig ist, dann brauchen wir Informationen. Okay, währenddessen schauen wir nach Neulandenburg. Wie ist hier der Stand? Wir sind bei 88%. Dauert auch noch seine Zeit. Ich würde mich sehr, sehr gerne hier jetzt hier die Gesamtproduktion mal starten. Wir prüfen mal, ist das hier schon angeschlossen? Nein, ist es noch nicht. Das können wir dann direkt mal nachholen. Nehmen wir uns das einfach von hier. Warte mal, hier sind zwei. Das ist ja nicht nötig, ne? Leipzig muss da nicht mehr. Oh, auch nur noch eine ist übrig. Interessant. Okay, das kann dann. Das heißt aber hier, Leipzig 2 ist veraltet. Das kann eigentlich rausgenommen werden. So, gibt es hier noch Sachen, die wir vielleicht jetzt schon mal erledigen können? Die Lager sind voll. Hier kann also gleich losproduziert werden. Hier müssen wir einfach wissen, was da für ein Müll anfällt. Sonst können wir noch keine Einstellung groß machen. Auf der anderen Seite fehlt hier auch noch Treibstoff. Okay, hier wird geliefert, aber nicht zur Feuerwache. Das ist auch noch nicht so gut. Das Problem ist, dass wir jetzt voll sind, wenn ich das richtig gesehen habe. Wo haben wir eigentlich das VZ Flüssigkeiten Neulandenburg hingebaut gehabt? Von wo wird das Ganze beliefert? Das hier in der Nähe? Da ist Müll. Ja, hier, ne? VZ Flüssigkeiten, da sind wir voll. Ja, ist die Frage, bauen wir jetzt noch ein zweites? Müsste man eigentlich machen. Sollten wir tun. Wer weiß, was hier noch dazu kommt. Ich würde sagen, wir bauen eins hier hin. Nicht Werkstatt, warte mal, wo haben wir das? Verteilung. Nein. Das hier. So, das wollen wir aber nicht mit Rubel bauen. Jetzt gehen wir zurück. Oder gibt es noch einen Ort, der ein bisschen näher dran ist? Hier, das ist alles zu bergig und zu waldig und zu felsig. Ja, ich denke, das ist schon okay, das hier zu machen. So, bitte dann auch hier informieren. Ich muss mich nur daran erinnern, dass wir das vor allem für die Feuerwehr gemacht haben. Gut, soweit dazu. Dann heißt es also ein bisschen warten. In der Zwischenzeit gucken wir mal kurz nach Mühlhausen, wie eigentlich der Stand hier ist. Schaut mal, die Stadt ist fast fertig gebaut. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in dieser Staffel schon vielleicht sie zum Leben erwecken. Beziehungsweise, was können wir mit den Wohnungen ja schon fast machen. Also, denn was fehlt jetzt hier noch? Technische Dienste 2. Okay, technische Dienste, das ist für den Müll wiederum wichtig. Ja, da müssen wir also doch noch ein bisschen Geduld haben. Aber es ist wirklich weit, weit fortgeschritten. Winterdienst.
Hinten Lager. Ja, das ist aber auch zugeordnet. Passt also auch. Und was haben wir hier noch? Die Feuerwache. Ist aber auch zugeordnet, wird kommen. Okay, Mühlhausen sieht richtig gut aus schon. Potsdam sieht natürlich auch gut aus, aber Potsdam ist einfach so eine gigantische Stadt, dass da noch einige Zeit vergehen wird. Ich mache im Übrigen, falls es dazu Nachfragen gibt, immer off-cam am Beginn einer Staffel weise ich die Baubüros zu, dass auch sichergestellt ist, dass auch außerhalb der Reichweite der Baubüros hier entsprechend die Baustellen gefunden werden. Mhm. Hier mangelt es uns noch an Treibstoff, aber solange hier kein Strom ist, funktioniert das alles nicht ganz so gut. Ein neuer Fahrzeugtyp ist verfügbar. Der Wartburg 1.4, oh cool. Warte mal, müsste das bedeuten, dass wir eigentlich... Wir sind im Jahr 88, krass. Wir müssten ja eigentlich unsere Produktion jetzt umstellen. Wir produzieren bisher den Wartburg 354. Ja, unbedingt. Wir sollten hier eine Lizenz erwerben für den neuen. So, wo finden wir den jetzt? Da. Von 88 bis 91 historisch gebaut. Die Lizenz wird erworben und ich würde sagen, damit ändern wir jetzt die Produktion auf den Wartburg 354. Ne, 14. Das erzähle ich da. So, das heißt, die müssen wir aber irgendwie abbrechen. Und wie machen wir das? Aktuelle Produktion abbrechen? Ja. Wir lassen nochmal dieses eine Auto zu Ende bauen und dann... Dann geht's in die neue Produktion. Okay, alles klar. Ich muss das dann neu wählen. Beziehungsweise, ich will ja eine unendliche Warteschlange. Wie war das nochmal? Ach so, zufälliger... Farben bauen und wir wollen nicht stoppen. Das heißt, wir können das eigentlich wieder rausnehmen. Hervorragend. Ab jetzt sind die neuen Wartburgs hier in Produktion. Das könnte man sich gerne dann gleich mal angucken, ob wenn man so einen neuen sieht. Da, glaube ich. Da genau, der graue. Ha, ist jetzt schwer zu sehen, der Unterschied. Können wir da irgendwie nochmal näher ran? Nee. Aber das ist er. Sehr cool. Naja, irgendwann wird er auch auf unseren Straßen noch fahren. In Potsdam zumindest. Das steht fest. So, was wir aber in Potsdam noch, glaube ich, nicht zu Ende geplant haben, war das Thema Heizung. Und hier, man sieht es auch, hier ist irgendwas auch ziemlich schief gelaufen. Teilweise liegen, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, die Leitung oberirdisch. Das ist alles nicht so glücklich geworden. Ich schaue mir hier nochmal die Planung entsprechend an. Ja, es gab im Übrigen auch noch einen interessanten Hinweis, der mir gar nicht so bekannt war. Und zwar hatte ich ja ein bisschen Angst, eine Heizleitung hier hinzulegen, weil ich die Erfahrung gemacht hatte, dass es einen hohen Verlust, einen hohen Wärmeverlust gibt. Aber mir wurde mitgeteilt, dass wenn man die unterirdisch verlegt, dass dann der Wärmeverlust gen Null tendiert. Und das ist natürlich erstaunlich und das bedeutet, dass wir hier eigentlich auf diese Sonderlösung, die wir hier gewählt haben, ich weiß nicht mehr, wo ich es hingesetzt habe, genau, dieses kleine Heizwerk, verzichten können und vielleicht dort tatsächlich auch eine Lösung hier mit Fernwärme hinbekommen können. Das wäre, sollte man wahrscheinlich versuchen, aber vorher müssen wir irgendwie dieses Problem hier lösen. Das geht ja irgendwie gar nicht. Okay, fangen wir mal Stück für Stück an. Also, es sieht doch so aus, als ob das oberirdisch sein würde, oder? Müssen wir uns drum kümmern. So, sind es die richtigen Flüssiggüter? Will ich nicht haben. Hier, Heizung. Müssen wir halt nochmal abreißen, irgendwie. Das Problem ist, in der unterirdischen Ansicht sieht man natürlich nicht genau, was oberirdisch passiert, aber es ist ja hier alles eine Katastrophe. Oder ist es nur irgendwie ein Grafikfehler?
Das Ende zeigt er mir immer an. Ist das vielleicht gerade immer über... Ja, es ist merkwürdig. Ich setze es nochmal komplett zurück. Das kommt, weil es halt so eine Sondersituation ist, dass hier das steil hochgeht. Wir müssen es einfach nochmal komplett neu planen. Also wenn das hier passiert, finde ich es jetzt nicht so schlimm, da ganz am Ende. Aber gut, wir probieren es nochmal. Okay, hier kommen sie auch über der Erde raus, ne, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja auch okay. So, haben wir jetzt so eine dicke Leitung da geplant gehabt? Unterirdisch. So, jetzt gehen wir damit einfach mal ein bisschen tiefer runter. Und jetzt checke ich das mal. Okay, das passt also. So, das zeigt er mir jetzt nicht an, aber wenn ich jetzt hier... Wo wollen wir nochmal hin? Wir wollten... dahin, ne? Okay, so geht es erstmal nicht. Wir werden es erstmal bis hier verlegen und schauen, wie es aussieht. So, jetzt sieht es alles solide aus. Das sieht auch solide aus. Und da gehe ich hoch. Okay. Gut, irgendwann kommt er aus der Erde. Ich würde mal sagen, wenn das hier so ist, ist das nicht so schlimm. Da brauchen wir uns jetzt keine Sorgen machen. So, dann nächstes Thema, das hier. Das müssen wir offensichtlich auch nochmal machen. Wir gehen einfach von hier an ein bisschen tiefer. Aber da hatten wir offenbar das Kleine genommen, oder was? Nee, geht. Ich gehe einfach eine Stufe tiefer oder zwei bis hier und dann komme ich hier ganz normal raus. Ja, und jetzt sieht es halt nur da ein bisschen komisch aus, aber damit kann ich leben. So, das funktioniert also auch. Und dann haben wir noch eine weitere Problemleitung. Nö. Ich würde sagen, der Rest ist okay jetzt. Dann kann das erstmal gestartet werden. Soweit. Okay. Aber jetzt hier noch die Überlegung, ob wir das nicht dort auch verwenden. Ich denke, das ist schon ganz gut. Wir gucken mal, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir dann einen großen oder kleinen. Ich weiß gar nicht, ob der große eine höhere Reichweite hat. Wir müssen natürlich alle erwischen von irgendeinem Punkt an. Das heißt, wir müssen irgendwo mindestens hier hinkommen. Und das wird das größte Problem sein. Und wenn ich das dort platziere, da wo ich das Heizwerk platziert habe, scheint das auch zu gehen. Okay, das ist erfreulich. Das heißt, wir können das einfach abreißen. Den Zuweg planen wir einfach nochmal neu, wenn es dann soweit ist. Und dann versuchen wir das mal mit einem großen Wärmetauscher und einer Platzierung hier. Wir müssen das nochmal überprüfen. Aber es sieht mir echt so aus, als ob wirklich alles dran ist. Ha, das alte Problem wieder hier. Kurz mal pausieren, auf Rubelbau gehen. Wir planen das dann mal, sagen aber jetzt mit eigenen Mitteln und gucken wir mal, wie die Straße da noch hinpasst. So, kann man machen. Okay, jetzt natürlich die Frage, wir brauchen jetzt vermutlich sogar zwei von diesen Pumpen, wie weit wir jetzt kommen von dort. Man würde natürlich jetzt hier über Land gehen, das war ja nur eine Ausnahmesituation. Ja. Versuche mal so den kürzesten Weg wie möglich einzuschlagen. Plan jetzt mal bis hier und ich gucke wieder kritisch. Geht das irgendwo über die
Erde. Ja, hier. Das ist aber unter einem Gebäude. Na, pass mal auf, wir machen das zur Sicherheit folgendermaßen. Ich ziehe das nochmal komplett weg und dann gehen wir einfach immer nochmal eine Stufe runter. So, einfach oder zwei Stufen runter, dann dürfte das nicht mehr das Problem sein. So, wie weit kommen wir jetzt? Okay, hier ist irgendwo Schluss. Dann würde ich sagen, machen wir das da hinten irgendwo hin. Und planen das mal zuerst. Hier dürfte es doch ganz gut hinpassen, diese Wärmepumpe. Das scheint zu gehen. Wie sieht es aus? Wir kommen hier nirgendwo raus. Okay, also das funktioniert. Und jetzt, ich meine, es kann sein, dass wir von hier tatsächlich sogar zum Heizwerk kommen. Möglich ist es. Das geht gerade so nicht. Ja, gut, habe ich geahnt, dass wir zwei Schritte gehen müssen. Dann ist es so, dann jammern wir da nicht rum, sondern werden, glaube ich, den zweiten Punkt hier setzen. Kreuzt sich zwar dann etwas mit den anderen Leitungen, aber geht jetzt nicht anders. Machen wir das hier. Und gehen wieder unterirdisch weiter von dem Punkt. Machen das jetzt wieder so. Ich gehe hier zwei Schritte nach unten. Und dann ziehen wir das von da hier hin. Okay, funktioniert nicht so gut, wegen der anderen Leitung vermutlich. Wir nähern uns mal einfach von der Seite. Das geht erstmal. Gucken wir oberirdisch. Hier ist was zu sehen. Was ich nicht so schlimm finde. Kann ja auch mal was rausgucken. So, und jetzt ist die Frage, ob wir da anknüpfen können. War das nicht eigentlich der Plan? Komm, wir nehmen das mal weg. Da müssen wir hin. Und ich würde wieder ein bisschen runtergehen. Ja. Jetzt passt es. Gucken wir uns das oberirdisch an. Da hinten guckt wieder was raus. Ja, das kriegen wir noch besser hin. Indem wir wieder erstmal ein Stück runtergehen. Von dort dann hochgehen. Ja, das ist akzeptabel, würde ich sagen. Okay, dann kann das auch so geplant werden und wir haben da für unsere Funktionärssiedlung eine bessere Lösung. Nicht, dass sie sich nachher noch beschweren, wenn es immer zu stinkt bei ihnen. So, wir gucken mal bei den uns interessierenden Sachen. Als erstes Bitumen. Wie ist jetzt hier der Stand der Dinge? Bitumen ist wieder, sehr schön, bei 80%. Das heißt, jetzt sind alle Züge weg. Jetzt kann hier auch endlich ordentlich weitergearbeitet werden. Wird schön verbraucht, 178 Arbeiter. Produktion läuft auf Hochtouren. Prima. Das Problem ist also erstmal gelöst. Sehr schön. Nächstes Thema. Wie sieht's aus hier? Okay, hier sind die Ressourcen jetzt da. Jetzt fehlen nur noch Arbeiter. Dann kann das auch zu Ende gebracht werden. Während auch hier die Ressourcen da sind und auch hier nur Arbeiter fehlen. So, das heißt, es wird bald soweit sein. Was kommt hier noch? Noch ein weiterer Kran, um die Arbeiten zu beschleunigen. Aber ich glaube, ohne Arbeiter hilft auch ein Kran nichts, oder? Kommt aber noch Stahl. Irgendwo wird doch noch Stahl benötigt. Ah ja, 12 Tonnen. Die werden jetzt hier beliefert. Genau, direkt 12 Tonnen. Sehr gut. Tja, dann müssen nur noch Arbeiter kommen. Wie sieht es jetzt allgemein aus mit unseren Stahlvorräten?
31 Tonnen. Banger Blick wieder auf das Thema Müll. Ja, es läuft, aber es hat sich nicht irgendwie grundsätzlich entspannt. Das kann man nicht sagen. Ich meine, das ist leer und hier sind zwei leer. Das scheint im Moment zu reichen. Eisen ist aber dennoch Mangelware. Wie sieht es denn hier aus? Es ist immer nur einer leer. Hier ist es aber komplett leer. Na gut, ich meine, wenn sie es hinkriegen, dass es halt wirklich konstant durchgearbeitet werden kann, dann will ich ja nichts sagen. Aber es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Hier stehen 4, 5 Müllwagen rum, während das bei, ja, quasi 95% Füllung ist, ne? Ist kein gutes Gefühl, aber es scheint zu funktionieren. Gut, letzter Blick hier auf Neulandenburg, auf die Baustelle hier. Wir sind bei 94%, auch hier ein bisschen zu wenig Arbeit am Start. Das kommt, weil es jenseits der Reichweite von der U-Bahn ist, oder? Ja, da können sie nicht mehr... Oh, doch. Doch, doch, doch. Jetzt marschieren sie aber zur Baustelle. Eine Riesenmenge. Oder? Wo gehen die jetzt hin? Hä? Die laufen da durch. Ah, jetzt kommen sie an. Alles klar. Das funktioniert also doch mit der Metro. Und damit müsste das Ding doch jetzt relativ zügig zu Ende gebaut werden können. Nein, es fehlt auch hier an Stahl. Oh mein Gott, echt. 70 Tonnen Stahl. Das ist natürlich ein bisschen bitter, weil hier schon für die Flugzeugproduktion 319 Tonnen Stahl lagern. Aber die können natürlich jetzt nicht angezapft werden oder nur mit großen Mühen und Umstand, das will ich jetzt nicht tun. Okay, also heißt es mal wieder warten auf Stahl. Hier allerdings, es könnte natürlich auch sein, dass hier gerade ein Stahlzug unterwegs ist, ne? Ja, ist er auch. Mit 67 Tonnen Stahl, naja. Gut, es wird vorangehen, aber nicht so schnell wie erhofft. Hier stehen jetzt die Kräne und jetzt kommen auch endlich die Arbeiter. Sehr, sehr gut. Oh, das müsste jetzt aber rucki-zucki gehen. Schaut euch das an, 65 Arbeiter auf dieser Baustelle. Und wenn das durch ist, dann haben wir echt, dann kann es da nämlich losgehen. Die beiden Verteilzentren sind da. Da können wir schon mal die ersten Geschichten machen. Und zwar, wir können hier definieren, welche Fahrzeuge... Nein! Kein Strom! Ich fass es nicht. Oh nein. Was für ein... Was für ein Ärgernis. Okay, da muss ich jetzt erstmal überlegen, von wo... Holen wir uns denn den Strom? Wovon habt ihr denn euren Strom eigentlich? Von dort. Na toll. Hm. Wo belieferst du überall? Nur dorthin. Okay, das heißt, wenn wir das vielleicht ein bisschen weiter schieben, ist das Problem schon gelöst. Lassen wir direkt mal weiterlaufen. Wenn ich das Umspannwerk, schaut mal, das ist, das machen wir jetzt so einfach. Der da unten kommt, bekommt ja schon Strom, ne? Von woanders? Ja, von dort. Ja, perfekt. Damals hat man noch nicht geahnt, dass dort noch was hinkommt. Deswegen haben wir den Strom des Umspannwerks so platziert, wie wir es platziert haben. Das mache ich jetzt auch ganz frech. Im Rubelbau, weil es indirekt ja auch mit der Müllproduktion zu tun hat. Eigentlich könnte ich nach meinen Hausregeln gewissermaßen das auch im Sofortbau bauen, weil auch das gehört ja zur Müllinfrastruktur. Und die wäre ohne Sofortbau sowieso nicht einrichtbar in einer laufenden Republik. So, bitte ran da. Okay. Dann kann das abgerissen werden. Dann kann die Straße abgerissen werden. Wenn das Gebäude dann mal weg ist. Und das zieht sich leider. So, jetzt.
Okay. Und dann müssten wir jetzt hier Strom haben. Und dann werden wir erstmal die Fahrzeuge kaufen. Und ja, wir müssen mal schauen. Was nehmen wir da? Ich glaube, diese Standardkipper. Kipper für Müll? Nee, warte mal. Asche müssen wir transportieren. Das ist aber gemischter Müll. Irgendwo ist Bau beendet. Das heißt, das funktioniert auch nicht. Das heißt, wir müssen... Staubgutbehälter ist was anderes. Wir müssen... Offene Ladefläche funktioniert auch nicht, logischerweise. Wir müssen den Müllwagen nehmen. Das ist, glaube ich, die einzige Art und Weise, wie wir das da rausbekommen. Ja, hilft nichts. So, ran an den Speck. Wir werden hier dementsprechend dasselbe machen. Halt. Okay, und jetzt müssen wir ein bisschen überlegen, wie wir das nutzen. Ah, das ist jetzt auch fertig. Hervorragend. So, wir sagen mal direkt, nur gemischter Müll lagern. Wie nutzen wir das? Also, ich glaube, ich habe deshalb zwei gebaut, weil ich der Meinung war, dass eins nicht reicht, um die gesamte Asche aus der Republik zu holen. Ja, genau. Das ist der Bau, der hier beendet wurde. So, und aus dem Grund müssen wir jetzt die Republik irgendwie ein bisschen aufteilen. Ich habe mir Folgendes überlegt. Wir werden die Republik in in Südstädte und Nordstädte aufteilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, also Potsdam, Polymerseburg, Wolgast, Stralsund, Neueswerda und Mühlhausen sind die Südstädte. Ölsnitz, Neulandenburg, Leipzig vor allem und Erzfurt und Schwerborn und so weiter. Da fällt ja die meiste Asche an. Plus Wartenburg sind die Nordstädte. Deswegen werden wir das jetzt so definieren. Wie nennen wir das? VZ Asche National Nord. Nee. Wir nennen das so. VZ Nordasche. VZ Nordasche National. In gewisser Weise ist es ja auch national. Und das ist VZ Südasche. National. So, und jetzt werden wir Folgendes machen. Also, wichtig ist, das ist das Zielgebäude. Entladen. Gemischter Müll. So, und jetzt holen wir uns... da, wo das abgeholt werden soll. Wir starten mit Ölsnitz hier. Beladen. Und das ist jetzt wichtig. Warte mal, entladen, wenn das... ja, wenn das unter 100%... also, ja, sagen wir mal 90. Und hier beladen, wenn es über 50 ist, würde ich sagen. Können wir machen. 50 und 90 machen wir. So, Neulandenburg. Haben wir die Asche hier. Hier ist ja noch nicht viel passiert. Müssen wir uns auch nochmal angucken. Beladen, Asche, 50%. So, Leipzig ist jetzt interessant. Leipzig, Leipzig, Leipzig. Da werden wir diese beiden nehmen. Und da dürfen sie jetzt auch schon losfahren. Und dann haben wir nur noch Wartenburg. Hier. Okay. Wir springen mal zurück, ob es losgeht. Ja, es geht los. Können wir uns auch mal anschauen, wo sie jetzt hinfahren. Der fährt nach Ölsnitz. Der fährt auch nach Ölsnitz. Der fährt auch nach Ölsnitz. Okay, es liegt scheinbar als nächstes dort. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Okay, jetzt habe ich gerade das falsch gemacht, ne? Jetzt habe ich die Nordstädte zur Südasche national. Das ist natürlich idiotisch. Dann werden wir das noch gleich ändern. Dann ist das jetzt einfach die Südasche. Südasche national. Und das wird die Nordasche. Okay,
Und dann machen wir das jetzt auch. Also hier bitte. Entladen. Unter 90%. So, das heißt, jetzt geht es um Mühlhausen. Da ist das Ding dort. Beladen. 50%. Dann haben wir neues Werder. Beladen. 50%. Dann haben wir Stralsund. Stralsund haben wir hier. Dann haben wir Wolgast. Wolgast haben wir hier. Und wir haben Polymerseburg. Das ist hier. Beladen. Gemischter Müll. Was wir noch nicht haben, ist Potsdam. Das ist da hinten irgendwo. Das ist aber auch in Ordnung. Und auch hier schauen wir mal. Wird hier direkt losgefahren? Interessanterweise noch nicht. Es kann gut sein, dass einfach dort noch nicht die Aschelager über 50% gefüllt sind. Während hier alles unterwegs ist. So ist das so unterschiedlich. So, wir wollen aber hier noch Treibstoff hinbringen. Und die Frage ist, haben wir noch VZ-Flüssigkeiten frei hier? 2020, 1220. Passt. Entladen 30%. Ja, okay. Die dürften dann auch gleich losfahren. Dann werden die auch jetzt betankt. So, dass wir dann das nächste Mal uns mit dem Asche-Export selbst beschäftigen können. Prima. Sind wir wieder ein gutes Stück vorangekommen. Ich freue mich. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.